Moin, heute möchte ich euch meine Bücherneuzugänge aus den Monaten Februar, März und April 2020 vorstellen. Ich musste ein bisschen sammeln, weil pro Monat immer nur so um die zwei Bücher eingezogen sind und das hätte sich denn pro Monat nicht so richtig für ein Video gelohnt. Aber jetzt haben wir ein schönes Stäbelchen, was ich euch gleich vorstellen möchte. Ich bin auch ganz froh, dass nicht so viel eingezogen ist, weil ich gleichzeitig in den Monaten auch gar nicht so viel gelesen habe. So konnte mein Stapel ungelesener Bücher immerhin auch ein bisschen sinken. Wenn auch nur in kleinen Minischritten, aber immerhin sind meine ungelesenen Bücher damit gesunken. Ich möchte mit einem Buch anfangen, das eigentlich schon im November letzten Jahres bei mir eingezogen ist, aber ich habe es euch extra vorenthalten, denn es gehört zu einem Videoprojekt mit anderen Booktubern, das wir halt im letzten Jahr schon geplant bzw. halt auch schon gedreht haben, aber im Februar erst ausgestrahlt haben. Und dabei handelt es sich um das Booktube Shopping Queen Projekt. Ich werde euch das Video auch gerne nochmal in der Infobox verlinken, beziehungsweise die Playlist. Wir sind für andere Booktuber shoppen gegangen und haben gleichzeitig auch in dem Video noch das Unpacking gedreht, wie der andere ja die ganzen Gaben auspackt. Und in dem Paket war unter anderem eben ein Buch enthalten. Und mich hat die liebe Sibi vom Kanal Coyote Diaries beschenkt und sie hat für mich dieses Buch hier ausgesucht, Terror von Dan Simmons. Dieses Buch stand schon längere Zeit auf meiner Wunschliste. Ich habe mich auch mit diesem, ja, mit dieser Thematik schon etwas beschäftigt. Es beruht auf einer wahren Begebenheit. Wir befinden uns hier 1845 in England, wo zwei berühmte, sehr moderne, für damalige Zeiten Schiffe sich auf den Weg machen, eine besondere Aufgabe zu bewältigen. Und zwar sollen sie die Nordwestpassage finden und sie durchsegeln durch das ewige Eis. Das passiert unter dem Kommando von Franklin, Sir John Franklin. Und diese Gruppe, diese beiden Schiffe verschwinden allerdings spurlos und die Mannschaft kommt nicht zurück. Was mit denen geschehen ist, man weiß es nicht genau. Und Dan Simmons hat sich halt diese Fakten geschnappt und daraus eine Geschichte gesponnen und ja, natürlich auch noch ein bisschen was dazu gedichtet und auch ein bisschen Mystik dazu gepackt. Ich habe die Serie bereits gesehen und fand die schon richtig, richtig klasse, hoffe aber hier auch noch mehr Atmosphäre und noch mehr Details, noch mehr Abenteuer. Ich werde mir dieses Buch allerdings aufsparen, denke ich mal, für eher Herbst, Winter, um auch so ein bisschen diese Atmosphäre mehr zu fühlen zu können, wenn jetzt gerade draußen so die Sonne scheint. Eigentlich bin ich gar nicht so der Jahreszeitenleser, aber bei so eisigen Büchern finde ich es schon schöner, wenn es draußen ein bisschen ungemütlich ist. Auf Schnee kann man in diesen Breitengraden ja leider nicht mehr hoffen, aber auf den Herbst und Winter kann ich immerhin warten, wenn es ein bisschen ungemütlicher draußen ist und da freue ich mich schon sehr. Ja, vielen lieben Dank nochmal, liebe Sibi, dass du mir das ausgesucht hast. Von Dan Simmons habe ich auch nochmal Der Berg auf der Wunschliste stehen. Auch das hat ein sehr eisiges Thema und beruht ebenfalls auf Tatsachen. Und ja, das finde ich immer richtig cool. Und ich mag das Cover. Es hat schon eine richtig, richtig schöne Atmosphäre mit diesem Licht und mit diesem Farbenspiel. Ja, da freue ich mich drauf. Das muss aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. So, dann habe ich im Februar von der lieben Sarah Sophie ein kleines Überraschungspäckchen bekommen. Sie hat Bücher aussortiert und hat mehrere, ja, Päckchen verschickt an uns Mädels, glaube ich, hauptsächlich aus der All-You-Can-Read-Lesegruppe. Und ja, sie hat wohl auch geguckt, was so für denjenigen, für diejenige am besten passt. Und dabei war für mich einmal Die Überfahrt von Mats Strandberg. Das Buch habe ich allerdings schon gelesen gehabt, das wusste sie leider nicht. Aber ansonsten wäre das echt eine coole Auswahl für mich gewesen, weil das wäre genau mein Ding gewesen. Ich finde das Setting cool. Hier geht es nämlich um eine Kreuzfahrt und auf dieser Kreuzfahrt sind ungebetene Gäste, die Angst und Schrecken auf diesem Kreuzfahrt verbreiten und das Ganze gerät völlig außer Kontrolle. Ich fand es gut, ich fand es sehr spannend. Allerdings war es mehr so in diese Richtung Splatter, Ekel, Brutal, Horror und ich hätte lieber ein bisschen mehr Atmosphäre auf diesem Schiff gehabt. Dennoch hat es mir gefallen, ist aber auch schon ausgezogen und das heißt, dieses Exemplar wird dann auch ausziehen, weiter verschenkt. Muss ich noch mal schauen.
So, und als zweites hat sie mir einen Psychothriller mitgeschickt. Den kenne ich noch nicht, aber ich habe schon einiges Gutes davon gehört und ich habe auch schon reingelesen und ich freue mich da sehr drauf. Und zwar ist das The Girl Before, sie war wie du und jetzt ist sie tot von JP Delaney. Auf dem Klappentext steht nicht sehr viel, das möchte ich euch einmal ganz kurz vorlesen. Ein hochmodernes Haus, zwei Frauen, ein Verbrecher. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Manchmal glaube ich, dass dieses Haus mich beobachtet. Etwas muss hier geschehen sein, etwas Schreckliches. Ich würde euch gern mehr davon erzählen. Andererseits möchte ich ungern hier drin die Klappe lesen, weil ich mir jetzt irgendwie angewöhnt habe, nicht mehr so viel Klappentexte zu lesen, sondern und auch nicht mehr so ins Detail zu gehen bei meiner Recherche. Gerade bei Psychothrillern möchte ich gerne sehr unvoreingenommen reingehen. Ja, scheinbar geht es um zwei Frauen, um dasselbe Haus und vielleicht, ja, ich weiß es nicht, um verschiedene Zeitebenen auch. Ich habe die ersten Kapitel schon gelesen und der Schreibstil hat mich gleich eingesogen. Also das wird auch nicht, ja, glaube ich, nicht so lange auf sich warten lassen, bis ich das lese. So, dann ist noch im Februar bei mir eingezogen ein Rezensionsexemplar, nee Quatsch, ein Leseexemplar von der Arbeit. Und zwar Das schräge Haus von Susanne Bohne. Und ich finde die Aufmachung schon echt cool. Es sieht im Grunde aus wie so ein Taschenbuch, ist aber gebunden. Hat nämlich so, ja, harte Pappe. Halt nur so geschnitten wie ein Taschenbuch. Und es heißt Das schräge Haus und es hört sich einfach auch sehr, sehr schräg an. So ein bisschen vielleicht magischer Realismus. Wir werden schauen. Wäre Ella ein Haus, dann eins mit schrägen Giebeln. Findet zumindest Mina, in deren Ruhrpott Schrebergartenwelt Ella aufwächst. Dort, wo die Sommer golden sind und Glühwürmchen Wünsche erfüllen oder manchmal auch nicht. Schön und wundersam ist es hier bis zu jenem Sonntag im Juni, nachdem nichts mehr sein wird wie zuvor. 26 Jahre später sind die Sommer nur noch heiß, die Glühwürmchen verschwunden und Ellas Haus schiefer denn je. Aber damit ist sie nicht allein, denn in ihrer psychologischen Praxis geben sich Menschen die Klinke in die Hand, die alle mit ihren eigenen Schrägheiten zu kämpfen haben. Auch Herr Oebing, der gern Krümelmonster-T-Shirts trägt und seine Frau Traurigkeit pflegt. Ein Roman voller liebenswert verschrobener Figuren, der zeigt, egal wie schräg, irgendwie wird es schon gehen im Leben. Das tut es immer und manchmal wird es sogar richtig schön. Ja, vielleicht doch nicht so richtig magischer Realismus, sondern so ein bisschen ein psychologischer Roman mit, ja, wie es schon sagt, schrägen und liebenswerten Figuren. Klingt irgendwie toll und ich mag es ja, wenn es so ein bisschen psychologisch ist. Ich habe hier so wenig Platz zum Ablegen. Ja, aber ich mag es sehr, wenn es liebenswerte, schräge Figuren hat und solange die Story trotzdem noch sich lesen lässt und nicht völlig aus den Angeln hängt, dann freue ich mich auch auf dieses Buch, was mal etwas Besonderes ist. Und ich glaube, jetzt gehen wir auch in den März. Also im Grunde sind jetzt hier im Februar nur zwei Bücher eingezogen. Weil Terror ja, wie gesagt, im November bereits eingezogen ist und die Überfahrt ich bereits gelesen habe. So, im März sind weitere zwei Bücher eingezogen. Das eine eigentlich eher ungeplant, und zwar ist das Erwachte Land, Jägerin des Sturms von Rebecca Roanhorse. Dieses Buch hat meine Leserunde All You Can Read gelesen. Da wollte ich allerdings nicht mitmachen. Das hatten wir auch beim Anfragen der Rezensionsexemplare so kommuniziert, aber wurde leider übersehen, sodass mir auch jetzt das Rezensionsexemplar zugekommen ist. Ich werde das Buch allerdings wieder verschenken. Ich hätte erst überlegt, okay, vielleicht klingt es doch ganz cool und lese es doch, aber jetzt, wo meine All You Can Read Lesegruppe das gelesen hat und ich so ein bisschen die Meinungen gehört habe ich da leider dann gar nicht mehr so Lust drauf. Es ist ein Fantasy-Roman und auch hier lese ich euch einmal den Klappentext vor. Die Götter und Helden der Legenden sind erwacht und mit ihnen die Monster. Naturkatastrophen haben weite Teile Amerikas verwüstet. Die Menschen haben sich in Enklaven zurückgezogen. Während Tausende den Tod fanden, erhoben sich alte Legenden zu neuem Leben.
Die Navajo-Kriegerin Maggie Hosky jagt die Monster, die über das magisch erwachte Land streifen. Als aus einem Dorf ein Mädchen verschleppt wird, nimmt sie die Verfolgung auf und macht eine furchterregende Entdeckung. Die Kreatur, die sie jagt, wurde nicht geboren, sondern erschaffen. Doch wer besitzt solche Macht? Zusammen mit dem Medizinmann Kai macht sie sich auf die Suche nach Antworten und muss sich ihrer schlimmsten Angst stellen, ihrer eigenen dunklen Vergangenheit. Ja, klingt eigentlich ganz cool, so ein bisschen Zombie-Apokalypse, so ein bisschen Geralt Hexer von Riva, aber nee, so richtig hat mich das von vornherein nicht angesprochen und deswegen habe ich auch nicht mitgelesen. Und jetzt nach den Meinungen, ihr könnt ja mal bei den anderen vorbeischauen, denn in den Lesemonaten wird das denn jetzt wahrscheinlich vorkommen, im Lesemonat April. Und dann mal ihre Meinung hören. Da gab es aber auch unterschiedliche Meinungen, aber es war keiner dabei, der das so richtig gefeiert hat. Also wird das auch ausziehen. Das nächste Buch ist wieder ein Lesexemplar, was ich von der Arbeit bekommen habe. Und zwar ist es diesmal mal ein Kinderbuch. Und das klang wieder so zauberhaft. Es ist leider der Beginn einer Reihe, was ich mal ein bisschen anstrengend finde, weil man schon so viele Reihen begonnen hat und man immer so lange warten muss, bis dann die Folgebände rauskommen, bis die Reihe vollständig ist. Dann hat man wieder so viele Details vergessen. Und jetzt habt ihr es schon ein bisschen gesehen, deswegen zeige ich euch es. Der Zauber von Immerdar von Dominique Valente, die Suche nach dem verschwundenen Dienstag. Ja, ich finde das Cover auch sehr, sehr schön. Schön bunt, sehr zauberhaft, sehr niedlich. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das empfohlen ist. Ich würde jetzt mal einfach mal so ab 10 sagen. Und ja, auch hier lese ich euch den Klappentext vor. Hier finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen was dazu weiß. Es steht auch nicht so viel drauf. Magie stirbt nie. Sie wartet nur darauf, dass wir bereit für sie sind. In Anemonas Hexenfamilie hat jede eine besondere magische Fähigkeit. Bloß Anemona nicht. Das Einzige, was sie kann, ist verschwunden Dinge wiederfinden. Wenig zauberhaft, findet Anemona, bis eines Tages das Land Immerdar von einem düsteren Zauber bedroht wird und Morrig Wayne, die mächtigste aller Hexen, Anemona um Hilfe bittet. Der letzte Dienstag ist verloren gegangen und nur Anemona kann ihn wiederfinden. Ja, ich finde, das klingt süß, zauberhaft, aber auch so ein bisschen skurril und lustig. Und mal gucken, wie mir die Protagonistin so gefällt. Und es gibt auch kleine Illustrationen innen drin, was ich ja auch immer sehr schön finde, sogar eine Karte. Ja, das lässt sich sicherlich schnell weglesen. Und im Herbst erscheint, glaube ich, schon der zweite Band. Das heißt, nach dem ersten werde ich entscheiden, ob ich die Reihe weiterführen möchte. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es werden sollen. Aber ich werde mal so stückchenweise schauen, ob mich das verzaubern kann und werde euch dann natürlich berichten. Und dann kommen wir schon zu den Bücherneuzugängen aus dem April. Das waren auch nur zwei an der Zahl und diese beiden Bücher sind insofern besonders, weil ich sie gekauft habe und ziemlich schnell danach dann auch wirklich gelesen habe. Und das ist ja auch irgendwie mein Ziel, dahin zu kommen, dass ich mir Neuzugänge anschaffe und sie dann auch wirklich schnell lese. Im Grunde schon in der Freude, sie angeschafft zu haben, wirklich direkt in die Hand zu nehmen und sie zu lesen. Und das war wirklich toll. Außerdem sind es zwei Bücher, die Teil einer Reihe sind, die ich beide sehr, sehr liebe. Und ja, ich habe sie schon gelesen, wie gesagt, im April und werde dann im Lesemonat mehr davon berichten. Zum einen war das Nevernight, das Spiel von Jay Kristoff. Das ist der zweite Band der Nevernight-Reihe. Ich habe das in einer Leserunde gelesen mit anderen Mädels und wir waren alle begeistert. Es hat so viel Bock gebracht, hat so viel Spaß gemacht. Ich kann euch im zur Handlung im zweiten Band natürlich wenig erzählen. Ich kann euch aber sagen, worum es im ersten Band geht. Es geht um Mia, eine junge Frau, ein junges Mädchen, die ihre Eltern verloren hat, vom Regime umgebracht und sie schwört Rache. Und um Rache üben zu können, möchte sie sich ausbilden lassen zu einer Assassinin. Sie geht oder sucht dann diese rote Kirche, die Schule der Assassinen auf, um dort aufgenommen zu werden und ausgebildet zu werden. Aber das ist kein Zuckerschlecken, das ist ziemlich hart dort. Und Mia ist auch eine ziemlich harte Protagonistin, eine sehr rachlustige Protagonistin. Das Ganze ist sehr blutig, sehr derb, sehr lustig, witzig, hat sehr viel Sarkasmus in sich und es geht auch oft zur Sache.
Und ja, das Ganze ist irgendwie mal was ganz Neues von der Schreibweise und hat wirklich sehr, sehr viel Erfrischendes an sich. Und im zweiten Band, die zweiten Bände sind ja eigentlich oft so ein bisschen, wie soll ich sagen, meistens schwächeln die denn, so diese Zwischenbände zwischen Anfang und Finale. Ich fand aber den zweiten Band tatsächlich sogar besser als den ersten. Im zweiten geht es mehr so, also weniger um die Schule der Assassinen, sondern hier geht es eher um die ja, Verfolgung ihrer weiteren Rachepläne und sie schließt sich Gladiatorenkämpfern an. Mehr sage ich aber auch nicht, aber das ist so das grobe Thema, die Gladiatorenkämpfe. Ja, mehr dazu im Lesemonat. Ich freue mich jetzt auch den dritten Band und letzten Band dann demnächst zu lesen. Wir haben uns auch schon den Mai ausgeguckt dafür und Montag geht's los. Das heißt, es ist bald soweit. Ich freue mich tierisch. Mir brennt das so unter den Nägeln. Ich hab Bock. Und das nächste Buch ist der letzte Teil einer Reihe, das Finale. Und diese Reihe begleitet mich schon so lange und endlich habe ich sie beendet. Und zwar mit Die Stimmen des Abgrunds von Peter V. Brad. Das ist im Grunde Teil 5.2, weil der letzte Band im Originalen nicht in zwei Teile geteilt wurde, so wie in Deutschland. Finde es auch ja, so ein bisschen komisch von der Aufteilung, weil 5.2 viel dünner ist als 5.1. Aber vom Schnitt her war es in Ordnung. Ich sehe es aber als ein Band. Deswegen habe ich im letzten Lesemonat, wo ich 5.1 euch vorgestellt habe, auch nicht viel zur Handlung gesagt. Kann ich ja eh nicht, weil es das Finale ist. Aber wie es mir so gefallen hat, weil ich nicht genau weiß, wo 5.1 angefangen hat und 5.2 aufgehört hat, weil ich die ziemlich schnell hintereinander weggelesen habe. Und ja, es war einfach toll, wieder meine Lieblingscharaktere zu treffen und ja, so langsam dieses Finale aufkommen zu sehen. Im ersten Band geht es, spielt es in einer Welt, in der jede Nacht Dämonen aus dem Boden hervorkriechen und die Menschen massakrieren. Die Menschen können sich im Grunde gar nicht wehren. Sie können sich nur mit Hilfe von magischen Siegeln schützen. Diese müssen sie aber immer wieder prüfen, weil wenn irgendwo eine Lücke im Siegelnetz ist, dann stürzen sich die Dämonen drauf und zerfleischen die Menschen. Und ja, die Menschen sind also sehr, sehr eingeschränkt in ihrem Leben. Und Alan, unser Protagonist, beobachtet irgendwann, wie seine Mutter angegriffen wird von den Dämonen und sein Vater einfach nur reglos dasteht. Und er hat sich geschworen, er möchte nicht so feige sein. Er möchte einen Weg finden, diese Dämonen zu bekämpfen und bricht auf, läuft von zu Hause hinfort. Und wir begleiten ihn halt auf den mehreren Jahren, wie er aufwächst und wie er ja, Wege sucht, die Dämonen zu bekämpfen. Und wir haben auch noch zwei weitere. Ja, zunächst im ersten Band zwei weitere Protagonisten, Lisha und Roger oder Roger, das spricht jeder irgendwie ein bisschen anders aus. Jedenfalls haben auch die anderen beide eine sehr, sehr bewegte Kindheit und sind natürlich auch geprägt von den Dämonen. Lisha wird zur Kräuterhexe, zur Heilerin ausgebildet und Roger hat mit seiner Musik sehr, sehr viel Macht und Kraft. Er fiedelt halt und ja, mehr möchte ich jetzt erstmal nicht erzählen. Ich habe mir schon überlegt, ich würde irgendwann vielleicht mal extra Videos zu den Büchern machen und dann vielleicht auch zu den einzelnen Teilen mehr sagen. Da können natürlich dann Spoiler enthalten sein, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, mehr darüber zu sprechen und auch, wie mir so einzelne Sachen gefallen haben. Ja, aber dieses Buch ist halt im April eingetroffen und habe ich dann auch sofort gelesen. Es ist ja immer schwierig, so Lieblingsreihen zu beenden, weil einerseits bringt es Spaß und es ist toll, andererseits ist es unglaublich traurig, diese Figuren, die einen jetzt so lange Zeit irgendwie begleitet haben, denn ja, zu verlassen. Und bei mir sind es halt, wann habe ich die Reihe begonnen? Vor 10 Jahren oder so, kann das hinkommen? Und deswegen hat man irgendwie noch mehr das Gefühl, dass die einen längere Zeit begleitet haben, weil ich es halt eben nicht von vorne bis hinten so durchgesuchtet habe, sondern immer mal wieder einen Teil gelesen habe. Aber ich finde es toll, dass ich mal wieder ja, was abhaken kann. Ein Projekt, eine Reihe habe ich endlich mal beendet. Und auch das sind ja so einige Ziele, die ich mir Anfang 2020 ja, vorgenommen habe. Das war's. Das waren meine Bücherneuzugänge aus den Monaten Februar, März und April. Mal gucken, wann sich wieder mehrere Neuzugänge angesammelt haben.
Ich mache das ja immer so nach freie Schnauze, wann ich wieder so ein kleines Stäbchen habe. Entweder ist es in einem Monat oder es sind da halt mehrere Monate, die ich dann zusammennehme. Erzählt mir auch gerne, was bei euch so eingezogen ist in den letzten Monaten und ob ihr auch so diese Erfahrung habt, dass ihr was kauft und es wirklich dann sofort lest und habt ihr da auch so ein Glücksgefühl bei oder ist euch das völlig egal? Und ja, natürlich würde ich auch gerne etwas über die Bücher wissen, die ich euch gezeigt habe, wenn ihr davon irgendwas schon gelesen habt, wenn ihr mir da noch ein bisschen Lust drauf machen möchtet. Ja, einige habe ich ja auch schon gelesen. Ja, erzählt mir einfach, was ihr möchtet in den Kommentaren und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.